heute dreht sich alles ums Bending. Du möchtest wissen, was das ist, wie das geht und vor allen Dingen, wie auch du schon in kurzer Zeit Benden lernen kannst. Das alles gibt's in diesem Video, gleich nach dem kurzen Intro. Mein Name ist René Wermke und ich bin Blueshop-verrückt. Seit 2010 spiele ich jetzt live auf der Bühne und seit 2015 gebe ich Blueshop-Unterricht mit dem Schnitt ungefähr 200 Teilnehmern pro Jahr. Viel zu lange habe ich jetzt immer nur drüber nachgedacht, endlich meinen eigenen Blueshop-Vlog anzufangen. Doch damit ist es jetzt endlich vorbei. Jetzt geht's los. Okay Leute, lasst uns benden und ihr habt eure 10 Mundharmonika am Start. Ganz zu Anfang nur ganz kurz, was passiert eigentlich beim Benden? Okay, es gibt pro Kanzelle gibt es 2 Stimmzungen. Die eine erzeugt den Ziehton, die andere erzeugt den Pustenton. Und der Ziehton ist der höhere Ton, der Pustenton der tiefere. Wenn wir jetzt anfangen zu benden, das heißt wir verändern den Luftstrom durch unsere Mundrachen- und Zungenposition, verändern wir den Luftstrom so, dass auch beim Ziehen die Pustenstimmzunge mit vibriert. Das heißt, die hohe Stimmzunge vibriert. Normalerweise ist diese hier die tiefere still, die vibriert. Aber dann verändern wir den Mundraum und somit fängt die andere auch mit an zu vibrieren und erzeugt dann ja, einen tieferen Ton als nur mit der Ziehstimmzunge alleine. Und das ist auch schon das Geheimnis, wie tief kann ich eigentlich benden. Man kann, wenn das die Ziehstimmzunge ist und das ist die Pustenstimmzunge, dann kann man genau einen Halbton tiefer runterbenden als die eigentliche Pustenstimmzunge. So, und dann könnt ihr ja selbst mal herausfinden, wie die Tonunterschiede eigentlich sind auf jeder Kanzelle. Und dann wisst ihr eigentlich auch und habt selbst herausgefunden, wie viele Bending-Halbtonschritte eigentlich in jeder Kanzelle versteckt sind. Heute geht es nur um Kanzelle 4 erstmal. Wir wollen wirklich ganz, ganz am Anfang starten. Ihr seid vielleicht mit eurem Buch verzweifelt und kriegt nicht wirklich das Bending hin. Okay, so geht's. Als allererstes brauchen wir einen ganz sauberen Einzelton. Deswegen kann ich auch empfehlen, geht ruhig nochmal zum Video Einzelton oder auch zu dem Video mit dem ersten Riff. Auch da gibt es noch ganz hilfreiche Tipps, wie man wirklich einen ganz sauberen und entspannten Einzelton spielen kann. Und was wir dann machen wollen ist, wir wollen uns eben wegbewegen von dieser entspannten Zungenposition genau hin zu dem, wovon ich euch vorher noch abgeraten habe, nämlich dieses Saugen des dickflüssigen Milchshakes durch einen Strohhalm. Ja, ihr erinnert euch. Genau das ist das, was wir jetzt machen wollen. Und zwar mit Absicht, weil damit erzeugen wir den Bending-Ton. Was passiert eigentlich in unserem Rachenraum tatsächlich? Und nochmal, es sollte einem nichts peinlich sein. Ihr müsst jetzt ein bisschen selber ausprobieren. Ihr müsst mal wirklich den Kopf ausschalten und einfach mal wirklich Dinge ausprobieren und zulassen auch. Und die erste Hilfe ist, wenn wir uns vorstellen, dass wir sagen. Also wir fangen bei J an, gehen dann über Jo und dann Richtung U. Wichtig ist aber dabei, dass wir das J, dass wir immer auch das J eigentlich mit betonen. Nicht nur die Vokale, weil damit wird nicht gebendet, sondern mit dem Konsonant, mit dem J. Weil das J, wenn wir J sagen, dann merken wir, dass unsere Zunge eigentlich kurzzeitig den Gaumen berührt. J, J. Diesen Laut brauchen wir. Und dann fangen wir mit J an und machen J. Und dann geht unsere Zunge leicht nach hinten. J. Das passiert. Und das müssen wir trainieren erstmal, das müssen wir erstmal zulassen. Und vor allen Dingen habt ihr es wahrscheinlich noch nie gemacht beim Luft einatmen. Und genau das brauchen wir. Das heißt, wir fangen an mit. Und jetzt gibt es auch wieder dieses Thema, ja, hier vorne
das muss erstmal unabhängig funktionieren von dem, was da hinten eigentlich los ist. Weil selbst wenn das jetzt hinten schon funktioniert, aber ihr kriegt vorne nicht wirklich einen Einzelton gespielt, weil sich die Lippen damit auch immer noch bewegen. All das müssen wir erstmal trainieren, all das müssen wir erstmal üben und das muss erstmal unser Kopf erstmal verarbeiten können. Okay. Wenn das J noch nicht extrem genug ist, dann kann man das auch mit einem K am Anfang versuchen. Weil auch beim K, K, K ist auch die gleiche Zungenposition unter dem Gaumen. Und es ist nicht natürlich, dass man versucht, dauerhaft ein K zu sprechen. K ist eigentlich ein kurzer Laut. Aber wenn man das mal beim Einatmen versucht, ein dauerhaftes K zu sprechen, und dann denkt man eigentlich Richtung Ki, Ko, Ku. Ki, Ko, Ku. Also man kann es auch in einzelne Silben unterteilen. Wenn man das wirklich noch gar nicht hinkriegt, dann kann man erstmal. Versucht das ruhig mal so, bis ihr es dann wirklich verinnerlicht, wie die Zungenposition ist. Und dann könnt ihr es auch in 1 durch einatmen. Nochmal. Geht ruhig mal zum Spiegel. Schaut, was ihr da eigentlich macht, wie das von außen aussieht. So, und jetzt die Übung. Ihr bekommt den Laut hin. Und jetzt brauchen wir ja den sauberen Einzelton. Und meistens ist es so, dass mit dem Einzelton funktioniert noch nicht hundertprozentig fehlerfrei. Das heißt, wir nutzen am Anfang erstmal die Luft, um uns auf den Einzelton einzustellen. Loch 4 ziehen. Wir spielen also das D. Wenn wir diesen Einzelton haben, das heißt, unser Mund ist schmal genug, so, dann haben wir meistens nicht mehr genug Luft zur Verfügung danach, um noch wirklich diesen ganzen auch noch dahinter zu machen. Deswegen lassen wir danach die Luft erstmal wieder raus durch die Mundharmonika, pusten durch Loch 4, ohne dass wir den Mund breiter lassen. Das heißt, wir behalten die gleiche Mundform vom Ziehton für den Pustenton und atmen erstmal ganz entspannt aus und entspannen uns für unseren Bending-Versuch. Wenn die Luft draußen ist, dann fangen wir an. Okay, so hört sich das dann an. Okay, also ich mache mal nur noch mal den Bending-Ton ohne das Vorspiel. Der hört sich so an. Nochmal. Okay, jetzt habt ihr zumindest mal gehört, also eure Ohren wissen ungefähr, in welche Richtung es gehen soll. Und da kommt gleich das nächste Problem ins Spiel. Gerade Anfänger haben noch nicht wirklich so gute Ohren, dass sie tatsächlich selber genau sagen können, wow, das war jetzt ein Bending-Ton. Es kommt ganz häufig vor in den Workshops, dass Leute zu mir kommen und sagen, kannst du mal bitte hören, ist das schon Bending? Ist das schon, wenn ich jetzt ziehe, ist das schon Bending oder ist das noch ein normaler Ton? Und das ist natürlich ein Problem fürs Lernen, weil ihr nicht genau wisst, ihr kriegt kein direktes Feedback, wenn es passiert, das war jetzt die richtige Position oder nicht. Das fehlt. Und deswegen habe ich noch einen ganz, ganz wichtigen Tipp für euch. Und zwar benutzt einfach ein Stimmgerät. Es gibt zig Apps, sucht euch einfach eins aus. Kostenlose Apps reichen da vollkommen aus. Das hier ist ClearTune. Und ich werde mal versuchen, den Bildschirm jetzt hier aufzunehmen von ClearTune und den dann hier neben tatsächlich auch erscheinen zu lassen bei euch. Mal schauen, ob das funktioniert. Was jetzt passiert? Wir machen genau die gleiche Routine von eben gerade. Wir stellen erstmal unseren Mund auf schmal beim ersten Ziehen. Das heißt, wir spielen das D. Also seht ihr auf dem Display, das D wird gespielt. Dann lassen wir die Luft raus und pusten den Einzelton. Wenn ihr den Einzelton trefft, auch beim Pusten, sehen wir das C. Und ihr seht schon auch auf dem Display, zwischen D und C liegt das Cis. Und genau das ist unser Ziel. Dann fangen wir an mit Ziehen. Erzeugen zunächst das D und dann soll sich der Zeiger Richtung Cis bewegen. Und das mache ich jetzt auch noch einmal vor.
Okay, ihr habt jetzt gesehen, einmal gezogen auf dem Einzelton, Luft wieder rausgepustet, dann kam das C, dann habe ich gestartet und das D bis auf über das Cis hinaus runtergebändet und dann aufs Cis genau wieder losgelassen, mehr oder weniger, und dann runter auf das D wieder gegangen. Das ist eigentlich alles. Das ist die Bending-Übung. Und ich kann euch eins versprechen, warum dieses Stimmgerät hier so viel Spaß macht. Weil ihr werdet jetzt dort zu Hause sitzen und genau, hoffentlich genau das machen, was ich euch gerade erklärt habe. Und ich möchte eine Sache von euch: Wenn sich dieses Anzeigegerät hier anfängt zu bewegen, dieser Moment, wenn ihr versucht zu benden und dann auf einmal bewegt sich dieser Zeiger, dann seid ihr auf dem richtigen Weg. Dann müsst ihr genau in euch reinhören. Dann müsst ihr euch merken, was ihr gerade gemacht habt. Dann setzt ihr erstmal wieder ab. Macht das Gleiche nochmal. Und der Zeiger wird sich wieder bewegen. Und dann wird sich das immer mehr und mehr bei euch einprägen, welche Muskeln ihr eigentlich trainieren werdet. Und von Tag zu Tag wird der Zeiger sich mehr bewegen. Und ihr werdet immer besser benden lernen. Und wenn sich der Zeiger das erste Mal bewegt, schreibt es ruhig mal in die Kommentarzeile. Ich freue mich auf jeden Fall auf das nächste Video mit euch zusammen. Und bis dahin wünsche ich euch viel Erfolg beim Benden. Ciao, tschüss.